Frischaufspieler Max Schubert war am Mittwochmorgen zu Gast bei Guten Morgen Vilstal. Bei der werktäglichen Morningshow für den Landkreis Göppingen musste sich der 21-jährige Handballer unter anderem den Fragen der Zuschauer stellen. Und Oliver aus Wernau würde gerne wissen, was für dich das Besondere bei Frischauf ist oder an Frischauf ist und warum du gerade hierher nach Göppingen gewechselt bist. Gut, das Besondere an Frischauf ist halt, dass, sagen wir, die ganze Stadt lebt quasi Frischauf Göppingen. Und die Atmosphäre in der Halle, wenn man das mal mitbekommen hat und auf dem Feld steht und man ein Tor macht, wie man bejubelt wird, das ist schon besonders. Also es gibt es in wenigen Hallen. Also es gibt ja auch in der Bundesliga. Es gibt ja auch größere Hallen mit mehr Zuschauern. Machen die trotzdem nicht so eine gute Stimmung? Ich würde sagen, nein. Nee, weil ich denke auch in kleinen Hallen, wenn da gute Stimmung ist, ist es besser als in größeren Hallen. Ja? Und warum ich zu frisch aufgewechselt bin, gut, man hat die Möglichkeiten dann, die Angebote. Und gut, da muss man abwägen. Und Frischauf hat mir am meisten zugesagt. Die Perspektiven waren gut. Ich habe gute Gespräche gehabt mit Trainer und Manager und den Verantwortlichen. Und da war es für mich klar. Ich musste nicht lange überlegen, vor knapp 1,5, 2 Jahren zu sagen, ich wechsle zu Frischauf Göppingen. Nicht lange überlegen war wohl sein Motto an diesem Morgen. Auch bei einem kleinen Spielchen im Studio konnte er das unter Beweis stellen. Ich habe mir überlegt, wir haben hier so viel Verstärkung hier im Studio. Ich habe einfach mal Katrin hinzugezogen und sie hat sich auch nochmal Verstärkung geholt. Ich habe noch dazu geholt und wir haben ja so ein schönes Kärtchen von dir bekommen. Ich weiß nicht, was du damit vorhast. Was müssen wir denn genau machen? Das ist unser Spielchen und zwar handelt es sich um einen deiner Kollegen gerade, einen der aktuellen Spieler von Frisch auf Göppingen und von dem habe ich einfach mal ein paar Fakten zusammengetragen und die werden von Katrin und Annika jetzt vorgelesen. Und du musst natürlich ganz einfach erraten, um wen handelt es sich. Okay. So, Fakt Nummer 1, er ist genau 2 Meter groß. Na? Noch nicht. Ja, Manuel Spät. Ja. So macht das Spiel echt keinen Spaß. So, ich hab gesagt, ich schaff's nach dem ersten Mal. Woran hast du das jetzt? Woher weiß man, dass der Kollege oder der eine Kollege genau 2 Meter groß ist? Nee, gut, ich habe schon oft gelesen. Okay. Jetzt in unserem Hallenheft. Und wir haben gestern Abend haben uns nochmal hingestellt und uns nochmal ein bisschen verglichen so. Das lassen wir mal so stehen. Doch nicht nur der Moderator und die Zuschauer hatten Fragen an Max Schubert. Auch Schubis Kollegen waren am frühen Morgen schon wach. Es ist eine Mail noch reingekommen, die siehst du jetzt aber nicht. Ich habe die hier vor mir liegen. Ich habe sie mir nicht mal ausgedruckt. Die kommt von einem Tim K. Okay. Herr Schubert, wie sieht das eigentlich mit dem Krafttraining aus? Macht ihr in dieser Hinsicht viel und sind das spezielle Übungen fürs Handball? Da kann ich dem Tim K. Ja. Weiterhelfen. Das sind spezifische Übungen fürs Handball. Okay. Ganzkörper, von Beine bis hoch zu den Schultern. Ja, beim Tim K., glaube ich, also bis zum Kopf geht es bei ihm nicht. Okay. Aber auf jeden Fall. Okay. Sind handballspezifische Übungen. Klar, kann man die auch für anderen Sportarten machen, aber wir machen da schon ein gutes Programm. Ist Krafttraining mehr so das, wo du sagst, nee, muss nicht sein? Oder fürchtest du dich mehr vorm Laufen? Oder gibt es sowas, was du gar nicht magst? Jetzt nicht mehr. Ich hab, sagen wir mal, erst vor 3, 4 Jahren das Krafttraining so für mich entdeckt. Davor habe ich nicht so viel gemacht. Ja. Seitdem ich in Göppingen bin, mache ich da schon mehr. Laufen ist eigentlich nicht so das Problem bei mir. Ja, aber ein bisschen mehr Kraft zulegen, schadet nicht. Schadet nicht. Und der Herr T. Schneule fragte weiter, was machst du außer Inlineskaten in deiner Freizeit? Ich kümmere mich um meine Freundin. Löblich. Genau. Ich gehe mit ihr ab und zu mal ein bisschen spazieren draußen und ins Kino, ins Thermalbad. Ja, könnte vielleicht dem Tim Knäule auch nicht schaden, mit seiner Freundin mal spazieren zu gehen oder sich so auszutauschen. Der Handballprofi musste sein Talent am Mikrofon nicht nur im, sondern auch außerhalb des Studios beweisen. Also, das Wetter in den nächsten Tagen ist bewölkt, kaum Sonne. Heute ist noch ein bisschen Regen möglich, beziehungsweise es regnet, sieht man ja auch ein bisschen. In den nächsten Tagen schwächt es ein bisschen ab, also es regnet dann nicht mehr, aber es bleibt bewölkt. Die heutige Maximaltemperatur ist bei 10 Grad und mehr
vom Wetter auf wetteronline.de. Am Ende einer unterhaltsamen zweistündigen Sendung wurde der 29. Februar zum Max-Schubert-Tag bei Guten Morgen Vilstal ernannt. Und Schubi hat versprochen, am nächsten 29. Februar wieder zu Gast zu sein.